Windprognosen werden heute aus Unmengen von Daten generiert. Diese Daten können technologisch vielseitig genutzt werden. Segler dagegen müssen zunächst intuitiv lernen, die Windverhältnisse einzuschätzen, um den Wind optimal zu nutzen. Doch können Daten und Lernen auch technologisch verknüpft werden? Für die Selbstoptimierung von Windrädern erfassen wir mit der Sensorik, die in der Nasszelle eingebaut ist, Informationen über das gesamte Windfeld. Aus diesen bestehenden Sensorgrößen lassen sich durch Big Data, Smart Data Verfahren Informationen ableiten und diese können genutzt werden, um Feinjustierungen vorzunehmen. In Deutschland gibt es über 23.000 Windenergieanlagen mit einer Leistung von fast 35 Gigawatt. Sie produzieren rund 50 Terawattstunden Strom. Und die Stromerzeugung aus Wind nimmt stetig zu. Grund genug, die Daten aus den Wetterverhältnissen zu nutzen, um effizienter Strom zu erzeugen. Doch wie können Windturbinen lernen, sich optimal an die Windverhältnisse anzupassen? Eine Vision? Nicht unbedingt. Siemens forscht bereits auf diesem Gebiet. Mit den Daten, die hier erfasst werden, auf und in der Nasszelle, kriegen wir Informationen über das gesamte Windfeld, das der Rotor überstreicht, und sind damit in der Lage, Stellgrößen jeweils situationsangepasst einzustellen. Die Methode arbeitet ähnlich wie das menschliche Gehirn. Wenn junge Menschen anfangen zu segeln, wissen sie nur grob, woher der Wind weht. Sie müssen lernen, Segel und Ruder optimal einzusetzen, um ans Ziel zu kommen. Auch Windturbinen können lernen. Aus vorhandenen Sensordaten, wie beispielsweise der Windstärke, Temperaturen und Vibrationen, können die Anlagen eine automatische Selbstoptimierung durchführen. So wie der Segler den Wind beobachtet, die Schot fährt, das Segel anholt und das Boot den am Windkurs korrigiert, lernt er zu steuern und verarbeitet intuitiv Daten und Fakten. Ziel der Datenverwertung ist, mehr Strom zu erzeugen und den Verschleiß zu reduzieren. Dazu nutzt man neuronale Netze. Neuronale Netze sind Modelle, bestehend aus einzelnen miteinander verbundenen Neuronen, ähnlich wie sie Menschen und Tiere im Kopf haben, die es erlauben, nichtlineare Zusammenhänge gut zu modellieren, gut zu erlernen. Und man kann damit technische Systeme sehr gut modellieren. So ist das menschliche Lernen übertragbar auf die Technologie, um sie automatisch zu optimieren.